Anna von Helmholtz, Tochter des württembergischen Politikers Robert von Mohl. Meine Tante, Madame Mohl, gehört zu den größten Salonieren in Paris. Da habe ich meinen gesellschaftlichen Schliff erhalten. Und Sie? Sind Sie Wissenschaftler, Musiker, Maler? Politiker. Ja, hier in Berlin hat man ja die große Unsitte der langen Soupers, sodass man sich erst sicher fühlt, wenn man seine Gliedmaßen unter einem Tisch verankert hat. Ja, dieser Unsitte habe ich mit meinem Salon ein Ende bereitet und einen Mittelpunkt der Gesellschaft begründet, an dem Austausch an oberster Stelle steht. Virchow, Wagner, Kronprinzessin Victoria, Herz, Planck, Siemens, von Bülow, Rubinstein. Sie kommen alle in meinen Salon. Ja, vielleicht kennen Sie einige davon. Aber die einzige elegante Frau, die ich hier in Berlin kenne, ist Frau von Schleinitz, die aussieht wie aus einer anderen Welt. Ja, Sie sehen allerdings auch ein wenig aus wie aus einer anderen Welt. 1861 haben Hermann und ich geheiratet. Da war er schon Vater zweier Kinder. In angesehener Stellung innerhalb der wissenschaftlichen Welt. Ein ausgezeichneter Musiker und ein sehr angenehmer Mensch. Die ersten Jahre lebten wir in Heidelberg. Ich habe dich zunächst noch mehr gemieden als gesucht, weil ich mir nicht einbildete, als Witwer mit zwei Kindern um die Hand einer viel jüngeren Dame werben zu dürfen, die alle Eigenschaften hatte, um in der Gesellschaft eine hervorragende Rolle zu spielen. Diese Menschen sind in unseren Salon gekommen und so viele. Mhm. Aber heute ist erst Montag. Oder sind Sie wegen eines anderen Anlasses gekommen? Die freie Zeit. 200. Geburtstag von Hermann von Helmholtz? Und die freie Zeit wird einem leider immer wieder genommen, auch wenn Ihr Erscheinen hier sicher freundlich gemeint ist. 200. Geburtstag. Ach Hermann, du kannst doch unmöglich schon 200 Jahre alt sein. So alt wird doch kein Mensch. Wissenschaftlich kann niemand beweisen, dass nach dem Tode alles aufhört. Ich habe mir gedacht, wir sprechen vielleicht über deine Arbeit, über deine Vorträge. Die Wissenschaft Ihrer Zeit steht auch vor großen Herausforderungen. Die Veränderungen im Klima zum Beispiel sollten Sie präzise beobachten. Haben Sie entsprechende Instrumente? Ah, Sie haben ja hier in Berlin ein Präzisionsgerät namens Bessie 2. Und nun wollen Sie ein anderes Bessie-Gerät bauen, Bessie 3. Es soll die Fähigkeiten, Materialien analysieren zu können, auf ein völlig neues Niveau heben und damit auch Lösungen zum Klimaproblem oder zur Energiewende schaffen. Es ist, als hätte ich für einen kurzen Moment in das übernächste Jahrhundert geblickt. Das hat man dir später nachgesagt, dass du mit deiner Arbeit schon ins nächste Jahrhundert geblickt hast, aber ins übernächste. Das geistige Heimatland, in dem ich herangewachsen bin, ist die Medizin. Die Physik galt damals als brotlose Kunst. Meine Eltern waren noch zu großer Sparsamkeit gezwungen, also erklärte mir der Vater, er wisse mir nicht anders zum Studium der Physik zu verhelfen, als wenn ich das der Medizin mit in Kauf nehme. Als moderner Mensch, der keine Zeit hat, über verlorene Möglichkeiten zu trauern. Und übrigens auch warten gelernt hat. Ja, auch das. Studierte ich einstweilen die Medizin. Und dies erwies sich schließlich als Gewinn, da ich zu einer viel breiteren Kenntnis der gesamten Naturwissenschaften gelangte. Und dann hast du doch die klassische Physik vollendet. Die großen Genies sind bescheiden, gerade in Beziehung darauf, worin sie anderen höchst überlegen sind. Ja, wie verderblich der Größenwahn für einen Gelehrten werden kann, habe ich oft genug gesehen. Man darf aber auch nicht zu bescheiden sein, wenn man nicht in der Mittelsorte untergehen will. Ja, groß handeln und groß denken. Deine Werke über Akustik und Optik haben ganz neue Bahnen eröffnet. Dein Augenspiegel ist ein Segen für Tausende. Du hast die ganze Augenheilkunde umgewandelt. Ja, der Augenspiegel war wohl die populärste meiner wissenschaftlichen Leistungen geworden. Das Wissen allein ist nicht Zweck des Menschen auf der Erde. Die praktische Anwendung des Gewussten oder die Vermehrung der Wissenschaften selbst muss das Ziel sein. Denn beides ist ein Handeln für den Fortschritt der Menschheit. Ich hoffe, da stimmen Sie mir zu. Ja, die richtigen Fragen stellen, das ist ein wichtiger Hermannscher Grundsatz. 1870 haben wir beschlossen, von Heidelberg nach Berlin zu gehen. Berlin schlägt man nicht aus. Der Abschied von Heidelberg ist doch schrecklich schwer gewesen, aber Hermann wurde Ordinarius für Physik an der Kaiser-Wilhelms-Universität Berlin. Ich versuche, die Physik von der Mechanik bis zur Elektrodynamik
aus einem einzigen thermodynamischen Prinzip herzuleiten, dem Prinzip der kleinsten Wirkung. Hermann ist ein höchst wunderbar sortierter Kopf. Selbst beim Spazierengehen setzt er sich mathematische Aufgaben. Aber es ist wichtig, dass er sich auch erholt, auch wenn das oft wochenlange Trennung bedeutet. Wie notwendig mir deine Gegenwart zur Befriedung meiner Existenz geworden ist. Und wie sehr ich dir dafür dankbar bin. Ich mag es dir oft schwer gemacht haben, vergnügt und freundlich zu sein, wenn Migräne oder Geldsorgen mir den Lebensmut herabstimmten oder wenn ich in wissenschaftliche Spekulationen vertieft war. Im Winter hat Hermann stets sehr abstruse Kollegia der höheren Mathematik und Physik, die anstrengen und wenig einbringen, ihn aber mehr freuen als die lukrativen Dinge. Aber der Mammon ist in diesem teuren Jammertal doch auch was wert. Ja, so mancher, dem man nach seinem Tode ein Monument gesetzt hat, wäre glücklich gewesen, hätte man ihm während seines Lebens die dafür verwendeten Geldmittel gewährt. Vielleicht sollte ich versuchen, Kronprinzessin Victoria von der großen Wichtigkeit der sofortigen Inangriffnahme des Neubaus des Physikalischen Instituts zu überzeugen. Hermann wird ja halb zu Tode gehetzt mit den Entfernungen und den ungenügenden Räumlichkeiten. Ja, ich werde aber niemals jemanden drängen. Sie haben ihre Schuldigkeit von selbst zu tun. Wir modernen Menschen sind jetzt so weit fortgeschritten. Wir begreifen, dass die Naturgesetze nicht etwas sind, was wir uns auf spekulativen Wege vielleicht ausdenken könnten. Wir müssen sie in den Tatsachen viel mehr entdecken. Wir müssen sie in immer wiederholten Beobachtungen oder Versuchen, an immer neuen Einzelfällen, unter immer wieder veränderten Umständen prüfen. Und nur wenn ein Beobachter sich so gleichsam in einen Gegenstand verbeißt, wenn er so alle seine Interessen und alle seine Gedanken nur darauf heftet und nicht eher loslässt, als bis er sich alle Ergebnisse sicher ist. Nur dann entsteht eine wertvolle und tüchtige Arbeit. Und wo wir ein Naturgesetz vollständig kennen, müssen wir auch die Ausnahmslosigkeit seiner Geltung fordern. Jede Beobachtung zuverlässig messbar machen, das war deine große Aufgabe. Auf einen unmittelbaren praktischen Nutzen ist freilich bei den einzelnen Untersuchungen nicht zu rechnen. Zwar haben die Naturwissenschaften das ganze Leben der modernen Menschheit umgestaltet, aber in der Regel kommen solche Anwendungen nur bei Gelegenheiten zum Vorschein, wo man es am wenigsten vermutet hätte. In Antibes, in unserem Urlaub an der Steilküste, hast du über die Wechselwirkung von Wind und Wogen Studien angestellt und theoretische Formeln mit der Wirklichkeit verglichen. Nicht umsonst giltst du als Begründer der Meteorologie. Als wäre das nicht genug Arbeit, kam dann die Idee der Technischen Reichsanstalt. Institut für die experimentelle Förderung der exakten Naturforschung und Präzisionstechnik. Eine Forschungseinrichtung, die wissenschaftliche, technische und industrielle Interessen verknüpft. Ja. Werner von Siemens hat mir das Terrain gezeigt, das er für die Reichsanstalt spenden wird. Er glaube aber, die Sache besser fördern zu können, wenn er den Staat dazu bewege, sie dauerhaft zu unterstützen. Die Elektrotechnik hat sich jetzt so weit entwickelt, dass sie eine außerordentlich rege Industrie repräsentiert. Dennoch vergehen fast 5 Jahre, bis der Reichstag 1887 schließlich die Mittel für die Physikalisch-Technische Reichsanstalt bewilligt. Zu den Aufgaben der Laboratorien gehören physikalische Untersuchungen und Messungen jeder Art, Materialprüfungen, die Entwicklung von Messmethoden und Apparaten. Als erster Präsident der Reichsanstalt hat Hermann lange vor der Quantenphysik mit den dort gebauten Präzisionsgeräten gewissermaßen die Voraussetzung dafür geschaffen, die quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Amerika, unsere letzte gemeinsame Reise. Hermann wurde von der Reichsregierung beauftragt, in Chicago den Internationalen Kongress, der die Frage der elektrischen Einheiten verhandeln soll, zu leiten. Auf der Rückreise im Sturm stürzt Hermann auf dem Schiff. Mehr und mehr wurde er danach seiner Büste ähnlich. Wir Stäubchen auf der Fläche des Planeten, der selbst kaum
ein Sandkorn im unendlichen Raume des Weltalls zu nennen ist. Wir, das jüngste Geschlecht unter den Lebendigen der Erde, nach geologischer Zeitrechnung kaum der Wiege entstiegen, noch im Stadium des Lernens, haben wahrlich Grund, stolz zu sein, dass es uns gegeben ist, die unbegreiflich hohen Werke in treuer Arbeit langsam verstehen zu lernen. Und wir brauchen uns nicht im Geringsten beschämt zu fühlen, wenn dies nicht gleich im ersten Ansturm eines Ikarusfluges gelingt. Ich habe übrigens den Salon weitergeführt. Hermann hatte einmal gesagt, die Menschen können die Welt nur verstehen, wenn etwas in ihr konstant bleibt. Vielleicht noch ein Butterbrot? Liebe Gäste, herzlich willkommen zur Vorparty zum morgigen 200. Geburtstag von Hermann von Helmholtz. Vielen Dank an Frau Zier, Herrn Gareisen und die Regisseurin Frau Schüttekopf. Wir wurden gerade 200 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Ich denke, eine tolle Einstimmung für uns alle. Aber natürlich sind die Fragen eines Hermann von Helmholtz auch heute noch modern. Das Motto der Veranstaltung ist Helmholtz und das Licht der Zukunft. In unserem Wissenschaftsgespräch werden später der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Ottmar Wiestler, der Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Joachim Ulrich. Joachim, du bist ja der Nachfolger von Hermann von Helmholtz. Und mein Geschäftsführungskollege Jan Lüning das weiter ausführen und beleuchten. Herzlich willkommen, seid herzlich gegrüßt. Hermann von Helmholtz war ein Universalgelehrter. Zu seinen großen Beiträgen in der Physik zählt die Formulierung des Energieerhaltungssatzes. Energie kann nur von einer Form in eine andere gewandelt werden. Unsere Forschung am Helmholtz-Zentrum Berlin beruht in hohem Maße auf diesem Prinzip. Wir wandeln Sonnenlicht zu elektrischer Energie in Solarzellen oder mit Katalysatoren in chemische Energieträger. Aber wir wandeln auch die Energie beschleunigter Elektronen in Röntgenlicht mit hoher Brillanz, um damit mikroskopische Eigenschaften von modernen Materialien, aber auch von Viren oder von Altertümern zu entschlüsseln. Hermann von Helmholtz war auch Mediziner und Physiologe. Die Übertragung und Nutzung von Energie in den Muskeln spielte eine wichtige Rolle in seiner Forschung. Besonders effizient kann das am Helmholtz-Zentrum Berlin unsere Kollegin Felicia Laberer, die diese Woche in Tokio bei den Paralympics für Berlin und das Team Deutschland an den Start geht. Wir wünschen eine optimale Übertragung der Kraft der Muskeln in die kinetische Energie und damit in die Geschwindigkeit ihres Kanus. Viel Glück, Feli, wir drücken die Daumen. Damit möchte ich herzlich begrüßen unseren regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Michael Müller, der zum Abschluss der Veranstaltung zu uns sprechen wird. Ebenso herzlich willkommen Herr Ralf Wieland, der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Herrn Oliver Igel, der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, viele weitere Abgeordnete hier vor Ort, die Vertreterinnen des Bundes und Sie noch einmal alle zusammen hier im Bunsensaal und vor den Bildschirmen. Haben Sie viel Spaß. Und am Schluss begrüße ich nun und bitte auf die Bühne unsere Festrednerin, Frau Professorin Angela Bittner-Fesseler. Sie ist Historikerin, Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin und Mitherausgeberin der Festschrift zum 20-jährigen Jubiläum der Helmholtz-Gemeinschaft.
Toll, dass Sie hier sind. Die Bühne ist die Ihre. Mit diesen Begrüßungsworten eröffnete Albert Einstein 1930 die internationale Funkausstellung Berlin. Das neu erfundene Radio machte es möglich, persönlich an, abwesend und dabei zu sein. Jedoch heute geht es uns wieder so, wenn auch unter anderem Vorzeichen. Also, liebe Gäste im Saal und liebe Streaming-Teilnehmer, herzlich willkommen. Von dieser Parallele abgesehen, was verbindet Albert Einstein mit dem Jubilar des heutigen Tages oder des morgigen Tages, Hermann von Helmholtz? Ohne Zweifel, beide ein Star ihrer Zeit, beide in Berlin erfolgreich und beide sind Physiker mit einem Schnauzbart. Und doch möchte ich heute Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Eigenschaft lenken. Eine Parallele bildet die: Beide waren eine öffentliche Person und gute Kommunikatoren, die Großes für die Wissenschaft geleistet und bewegt haben. Eine Notiz am Rande noch: Es gab auch einen Unterschied. Einstein hatte die markantere Frisur. Ein Haarkleid, das bis heute als idealtypisch für Forscher gilt, wie Befragungen zeigen. Ich denke, was zu beweisen war, jeder hat sofort Einstein vor Augen. Helmholtz als Forscher mit dem braveren Haarschnitt mag nicht allen Menschen so gut bekannt sein und so präsent, und dennoch war er ein Gigant. Er gilt als der Vollender der klassischen Physik. Er hat die moderne Großforschung mit aus der Taufe gehoben. Und doch, warum gerade Helmholtz für uns eine so wichtige Person ist, für die spätere Wissenschaft, und was kann er uns heute noch sagen, was kann er uns heute noch als Erkenntnis bieten? Darüber möchte ich heute hier sprechen. Lassen Sie mich dafür sein Leben und seinen Forscherweg an dieser Stelle noch einmal kurz rekapitulieren. Wir haben ja gerade schon viel gehört. Aber wichtig ist, dass er als noch junger Mann von 28 Jahren mit einem Großteil an wirklich herausragenden, anerkannten Publikationen seine erste akademische Dauerstelle einnahm, als er Professor für Physiologie in Königsberg wurde. Und endlich konnte er auch seine Verlobte Olga heiraten. Was aber bemerkenswert in Königsberg war: Er hat dort schon einen großen Freundeskreis geschaffen. Er hat sich über Fächergrenzen hinweg ausgetauscht und viel kommuniziert. In dieser Phase erfand er den Augenspiegel, für den er auch sehr bekannt wurde und eine Revolution in der Augenheilkunde herbeiführte. Ebenso formulierte er auf Basis von weitreichenden Vorarbeiten anderer Forscher den Satz zur Erhaltung der Energie. Er gehörte also mit Mitte 30 bereits zu den führenden Vertretern der deutschen Wissenschaft. Nach zwei weiteren Professuren in Bonn und Heidelberg will sein unruhiger Geist mehr. Und so folgt er seinem ersten Ruf auf eine Physikprofessur an die Berliner Universität. Hier baut er sein physikalisches Institut auf. Mit ihm und in ihm erweitert er die wissenschaftlich-instrumentelle Infrastruktur in Berlin massiv. Es wurden Stellen geschaffen, Labore und Experimente aufgebaut. Dies zog dann wieder mehr denn je Studierende und Kollegen an. In dieser Zeit wird Helmholtz klar, dass Fortschritt in der Forschung auch durch höhere Genauigkeit beim Messen vorangetrieben wird. Dass wiederum genaueres Messen einen tieferen Blick ermöglicht, eine verfeinerte Kenntnis der Natur und somit Fortschritt, und dass Genauigkeit beim Messen unbedingt Präzision erfordert und eben zunehmend mehr Ausstattung, bessere Instrumente. Zusammen mit seinem Freund Werner von Siemens arbeitet Helmholtz daher mehrere Jahre daran, einen neuen, moderneren Forschungsraum in Berlin zu schaffen. Hierfür müssen, wie wir eben gehört haben, zahllose Gespräche geführt werden, Briefe geschrieben, Beamte und Parlamentarier überzeugt werden, bis es endlich soweit ist. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt wird gegründet und Helmholtz ihr Präsident. Sie ist die erste Großforschungseinrichtung und weltweites Vorbild, um die Bedeutung hier von Helmholtz noch einmal zu unterstreichen.
Nur wenige Jahre nach Helmholtz Tod führen an diesem Nationalen Institut die Messungen statt, die die Quantenmechanik der Ausgang, für die die Ausgangspunkt der Quantenmechanik wird. Willi Wien nimmt dort die Messung der Strahlung am schwarzen Körper vor. Seine Ergebnisse kann Max Planck dann später durch die Annahme erklären, dass Energie in kleinen Portionen den Quanten aufgenommen und abgegeben werden kann. Auch wenn Helmholtz noch nichts von Quantenphysik ahnen konnte, so hat er durch die Einrichtung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt die Voraussetzung geschaffen, dass solche Entdeckungen möglich wurden. Ohne zu glorifizieren, müssen wir also sagen, dass dieses Forscherleben die wissenschaftliche Welt verändert hat. Ist das nicht genug der Ehre? Nein, ist es nicht. Wie sind Helmholtz denn seine Gründungen gelungen? Die Antwort lautet: zusammen mit anderen Menschen. Meine These heute daher: viele Physiker können Physik, Helmholtz konnte mehr. Er konnte gut kommunizieren. Forschung und insbesondere Fortschritt durch Forschung erfordert Kommunikation. Nun ist Kommunikation etwas Unpräzises. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz erläutern. Kommunikation gilt als hochkomplexer Prozess, bei dem sich die Wissenschaft bis heute recht schwer tut, Kausalbeziehungen herzustellen. Also, dass eine Wirkung auf dieses oder jenes Gespräch, auf dieses Gelesene oder jenes Gehörte zurückzuführen ist. Die Erklärung also, wie Helmholtz die Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt eindeutig also herzuleiten ist, das können wir bis heute nicht. Dass aber nachgewiesen ist, dass kommunikationsstarke Menschen über Sozialkapital verfügen und dieses erfolgreich nutzen können, das verwundert, denke ich, in diesem Saal niemanden. Schaue ich also auf Helmholtz Wirken, kristallisieren sich zwei Schlüsselressourcen heraus. Erstens, er war Wissenschaftskommunikator und hat so vieles ermöglicht. Zweitens, er war unglaublich gut vernetzt und hat dieses Sozialkapital in die Forschung direkt investiert. Erstens, Helmholtz als Kommunikator. Stellen Sie sich einen Forscher vor, der frisch nach Berlin kommt. Er lehrt und forscht als Ordinarius, dann baut er ein neues Zentrum für physikalische Forschung auf. Dafür braucht er Geld. Viel Geld. Und obwohl er dafür umfangreiche Ressourcen bindet, die Kollegen sind begeistert. Der Staat ist begeistert und die internationale Forschungsgemeinschaft schaut auf Berlin. Was hat er erschaffen? Ein guter Kommunikator erschafft durch seine Kommunikation Möglichkeiten. Das altaramäische Abracadabra weist darauf hin. Es hat unter anderem die Bedeutung, ich erschaffe, indem ich spreche. Kommunikation gehört zu uns Menschen und macht uns als soziale Wesen aus. Und sie hat Macht, formuliert es der bekannte Sprachwissenschaftler Noam Chomsky. Helmholtz war diese Macht und dieses Kommunikationstalent allerdings nicht in die Wiege gelegt. In jungen Jahren wurde er unter anderem als sozial etwas träge bezeichnet. Sein bester Freund Émile de Bois-Raymond sollte immer wieder seine Schriften gegenlesen, wobei er den Schreibstil als schwer verständlich kritisierte. Helmholtz jedoch hat an seinen Kommunikationsfähigkeiten gearbeitet wie an einem Muskel. Im Ergebnis wird er später ein guter Popularisator, er von wissenschaftlicher Erkenntnis und er sagt selber, dass er hierfür viel gelobt wird. Er war ein guter Redner, wenn es sein musste und wenn er es wollte. Dafür wurde er immer wieder gelobt. Manche seiner Reden und Artikel waren aber weiterhin schwere Kost, wenn er es wollte und wenn es sein musste. Zweitens, Helmholtz als Netzwerker. Hermann von Helmholtz war ein relationaler Charakter. Er war ein soziales Phänomen. Er spricht und schreibt andauernd mit anderen Menschen. Er hört ihnen zu und ist am Austausch mit ihnen interessiert.
Würde man heute eine Zentralitätsberechnung in Netzwerken durchführen, wäre Helmholtz in der damaligen Zeit ohne Zweifel einer der wichtigsten, aktivsten und prominentesten Akteure im Netzwerk der Wissenschaft. Sein Briefverkehr kann man sich als Netz vorstellen, das er ausgeworfen hat in das Meer der Wissenschaft. Helmholtz besitzt die Fähigkeit, sich zu vernetzen. Das heißt unter anderem Partner aus der Wirtschaft wie Werner von Siemens und Politiker, den Kaiser, seine Beamten, Parlamentarier und die Berliner Gesellschaft mit ins Boot zu holen, um seine großen Projekte zu realisieren. Das soziale Kapital, vernetzt zu sein, ist übrigens eine erworbene Ressource, ein Vermögenswert. Helmholtz ist also erfolgreich in sozialer Beziehung. Er macht aus Kollegen Freunde und aus Monarchen und Parlamentariern Förderer. Helmholtz konstruierte sich zudem bewusst als öffentliche Person und Identität. Er betrachtete seine gesellschaftliche Anerkennung als nützlich für die Wissenschaft. Er pflegt seine Bekanntheit. Dass er wirklich weltweit bekannt ist, zeigt seine Ankunft in der Weltausstellung in Chicago. Die Chicago Sunday Tribune titelt: Helmholtz kommt morgen an. Und kein Name in der Wissenschaft ist berühmter, kein lebender Mensch hat für die Lösung verwirrender wissenschaftlicher Probleme mehr geleistet. Helmholtz ist zudem, wie wir eben gesehen haben, mit einem Netzwerkknoten verheiratet. Seine zweite Frau Anna von Helmholtz übersetzt Hermann, den Physiker, auch für die Kronprinzessin. Anna ist sein Draht in die Gesellschaft. Die Salonière empfängt Industrielle, hohe Staatsbeamte, Diplomaten, berühmte Forscherfreunde, Freunde aus aller Welt, aus allen Disziplinen. Zum Wohl der Wissenschaft lässt sie Häppchen reichen und das trägt Früchte. Auch wenn Anna und Helmholtz die gesellschaftliche Anerkennung liebten, sie haben ihr Sozialkapital für das Vorantreiben der Forschung und die Verbesserung der Forschungsbedingungen eingesetzt. Übrigens ist nachgewiesen heute, dass Unternehmer, die über ein hohes Maß an zwischenmenschlichen Fertigkeiten verfügen, leichter Förderkapital bekommen und leichter Spitzenpersonal rekrutieren können. Lassen Sie mich zum Abschluss kommen. An einem seinerzeit, nicht wie heute, sehr heißen Augusttag des Jahres 1878 spricht Helmholtz als Rector Magnificus vor seinen Kollegen in ihren Talaren über sein Streben in der Wissenschaft. Er betont, dass die Menschen die Welt nur langsam verstehen lernen und dass sie nicht beschämt sein müssen, wenn dies nicht gleich dem ersten Anstoß eines Icarus-Fluges gelingt. Wir haben das eben schon gehört. Ich finde diesen Satz aber so tröstlich und so als Antrieb in der Welt, dass ich ihn hier noch einmal wiederholen wollte. Seine akademischen Kollegen fühlten sich aber nicht angetrieben. Sie fühlten sich nicht getröstet. Sie sind unter ihren Talaren eingeschlafen an diesem Tag. Die schweren samtenen Talare sind heute abgelegt. Der Einsatz für die Wissenschaft besteht weiter. Hermann von Helmholtz setzte sich immer mit aller Kraft dafür ein, dass die Wissenschaft sich mit Politik und Wirtschaft vernetzt, sich gesellschaftlicher Probleme annimmt und dafür Lösungen entwickelt. Die wichtigen Fragen zu stellen, das war seine Devise, und dafür groß zu denken, groß zu planen. Helmholtz war klar, dass die Forschung nach dem 19. Jahrhundert nicht mehr im stillen Forschungskämmerchen stattfinden kann. Helmholtz setzte sich persönlich dafür ein, dass Großforschung aufgebaut wird. Er erkannte die Präzision von Messdaten als eine Grundlage für den Fortschritt. Das Helmholtz-Zentrum verortet sich hier, in der gesellschaftlich wichtigen Forschung und auch darin, schon jetzt eine neue Lichtquelle für die Forschung zu konzipieren, BESSI 3. Helmholtz setzte sein ganzes Leben für die Wissenschaft ein. Insofern ist er ein wenig wie ein Titan aus dem griechischen Mythos, ein Halbgott der Wissenschaft. Allerdings möchte ich Ihnen sagen, das hätte Helmholtz nicht gut gefunden. Denn ein Halbgottsein ist präzise nicht messbar. Heute hier Gesprächsgegenstand zu sein, das hätte er wohl begrüßt. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, dass es eine einzigartige Maschine gäbe. Eine Entdeckungsmaschine. Sie würde mit Röntgenlicht arbeiten, mit dem man alles 100-mal schärfer sehen kann. Stellen Sie sich vor, die Entdeckungsmaschine könnte neue, hocheffiziente Solarzellen hervorbringen. Die könnte man einfach als dünne, flexible Schicht auf alle Oberflächen aufbringen, wie eine Tapete. Dächer und Fassaden von Supermärkten könnten ganze Stadtviertel versorgen. So wäre Energie überall verfügbar. Stellen Sie sich vor, wir könnten die Sonne in den Tank packen. Mit der Entdeckungsmaschine könnte man neuartige Katalysatoren entwickeln. Wasserstoff könnte damit günstig und in Massen aus Sonnenenergie hergestellt werden. Stahl, Zement, Aluminium, all das könnte ohne CO2-Emissionen hergestellt werden. Auch die chemische Industrie wird grün. Katalysatoren ermöglichen die Weiterverarbeitung des Wasserstoffs zu anderen Rohstoffen. Stellen Sie sich vor, mit der Entdeckungsmaschine könnte man neue Viren sofort entschlüsseln. Vermehrung und Ausbreitung der Viren könnten aufgezeigt werden. Aber vor allem, mit welchen Wirkstoffen sie gezielt bekämpft werden können. Neuartige Viren würden nicht mehr zu weltweiten Pandemien führen. Stellen Sie sich vor, die Entdeckungsmaschine könnte helfen, bahnbrechende Computerchips und IT-Technologien zu entwickeln. Sie sind 1000-mal schneller und verbrauchen nur noch einen Bruchteil an Energie. Rechenzentren müssten nicht mehr aufwendig gekühlt werden. Die Digitalisierung würde einen Quantensprung machen. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Entdeckungsmaschine, die uns Menschen und unserem Planeten dient. Die dabei hilft, ihn in seiner Einzigartigkeit zu bewahren. Stellen Sie sich vor, diese Maschine stünde mitten in Berlin. Sie ließe den Forschungsstandort Berlin noch heller erstrahlen. Stellen Sie sich vor, das alles könnte Wirklichkeit werden. Puh, da sind wir nach dieser kleinen Fantasiereise wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und ich freue mich, dass ich jetzt meine drei Gäste begrüßen darf zu unserer kleinen Gesprächsrunde. Herrn Professor Ottmar Wiesler, der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Herr Professor Joachim Ulrich, der Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und zu meiner Linken Professor Jan Lüning, der Hausherr hier sozusagen neben Herrn Rech, der schon begrüßt hat, der wissenschaftliche Geschäftsführer des HZB. Wir haben ja von einigen Herausforderungen gehört, Herr Wiesler, denen sich auch die Helmholtz-Gemeinschaft immer wieder stellt. Der Klimawandel steht sicher als erstes auf der Liste. Warum brauchen wir solche Entdeckungsmaschinen, um diese Herausforderungen zu lösen? Naja, der Klimawandel ist nicht nur eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen, sondern sie ist natürlich auch eine sehr komplexe Herausforderung. Das Klima ist ein System, was von sehr, sehr vielen Parametern mitgestaltet, mit beeinflusst wird. Und wir müssen dieses System zunächst mal verstehen. Da geht es zum einen darum, die Klimaparameter sehr viel besser zu erfassen. Dafür braucht es auch Entdeckungsmaschinen. Wenn Sie an Satelliten denken, wie wir sie zum Teil betreiben.
Forschungsschiffe wie die Polarstern, die wir nutzen, um Klimawandel in der Arktis sehr viel besser zu verstehen. Und am Ende braucht es Entdeckungsmaschinen, vor allem auch in der Informationsverarbeitung. Es werden unglaubliche Mengen an Daten von den Klimaforschern erzeugt. Das wird eine der großen Domänen sein, um die nächste Generation von Großcomputern zum Beispiel zu nutzen, Exascale Quantencomputing. Dann gibt es aber auch, das haben wir ja in diesem Film wunderbar gesehen, diese enge Interaktion zwischen unserem Energiesystem auf der einen Seite und dem Klima auf der anderen. Und da ist diese Entdeckungsmaschine BESSY 3, wie sie in Planung ist, wahrscheinlich eine der entscheidenden Infrastrukturen, die wir für die Zukunft brauchen und nutzen können. Einige Anwendungen sind ja schon angeklungen, Entwicklung völlig neuer Materialien in der Photovoltaik, das Riesengebiet der Katalyse. Da ist eine andere Entdeckungsmaschine in Adlershof, in gewisser Weise das CatLab, was geplant ist, also eine große Laborinfrastruktur, um Erzeugung von Wasserstoff völlig neu zu entwickeln, aber auch andere Aktivitäten, an denen das HZB sich beteiligt, wie zum Beispiel die Batterieforschungsinstitute, die wir in verschiedenen Bereichen ja auch betreiben. Also diese Kombination aus Schlüsseltechnologien, die man interdisziplinär gemeinsam betreibt und Disziplinen, die man zusammenbringt und Entdeckungsmaschinen dieser Art, das ist Helmholtz-Forschung par excellence. Und ich glaube, da ist der Forschungsstandort Adlershof natürlich ein wunderbares Beispiel für. Jetzt gibt es natürlich schon auch Infrastrukturen. Herr Wiesler hat das ja gerade schon angedeutet, die wichtige Erkenntnisse liefern. Wir sind ja hier auch nicht umsonst in Adlershof, in unmittelbarer Nähe zu unserem Elektronenspeicherring BESSY 2. Herr Ulrich, die PTB ist einer der wichtigsten strategischen Partner, die BESSY 2 intensiv nutzt. Was macht es für Sie so wichtig, das Synchrotronlicht zu nutzen, heute und auch in Zukunft? Ja, für uns ist diese Zusammenarbeit vor Ort von extremer Bedeutung. Wir sind seit 40 Jahren gemeinsam unterwegs, BESSY 1, BESSY 2 und hoffentlich dann auch BESSY 3. Wir haben uns gemeinsam eine Spitzenposition weltweit in der Metrologie, im genauen, präzisen Messen mit Synchrotronstrahlung erarbeitet. Das ist eine Erfolgsgeschichte für Deutschland. Es ist ganz, ganz wichtig für den Innovationsstandort Deutschland. Warum? Wenn Sie an die Halbleitertechnologie denken, das ist ein Innovationstreiber offensichtlich. Dort werden immer bessere Materialien, genauere Materialien gebraucht. Wir müssen genau wissen, wie die zusammengesetzt sind. Wir brauchen das quantitativ. Wir müssen genau messen, so wie das Helmholtz eben wollte. Und wir müssen zum Beispiel wissen, wie groß sind die Schichtdicken bei den Solarzellen. Wir müssen es zurückführen, vergleichbar auf das Meter. Das ist unsere Zuständigkeit. Und es gibt viele andere Beispiele für Innovationen, die nur durch genaues, präzises Messen letztendlich mit Synchrotronstrahlung auf die Straße kommen, will ich mal sagen. Zum Beispiel eine lange Erfolgsgeschichte der PTB zusammen mit dem HZB ist, dass wir mit Zeiss SMT seit 20 Jahren zusammenarbeiten, dafür die Röntgenspiegel, die VUV-Spiegel entwickelt haben, die man heute braucht, um Masken zu belichten und zu generieren für die nächste Generation von Halbleitern, die noch stärker integriert sind, die noch genauer sind, die sogenannte EUV-Lithografie. 20 Jahre hat das gedauert und nun ASML, eine holländische Firma, bringt es auf den Markt. Samsung, große Firmen, kaufen die Dinger. Wir sind also weltweit die Marktführer durch präzises, genaues Messen über lange Zeit. Und andere Beispiele, Herr Wiesler, Sie hatten das gesagt, gehen in die Weltraumforschung. Mit der ESA arbeiten wir hier auch mit dem HZB und die PTB seit 1994 zusammen. Dort wird Spitzentechnologie gemacht, auch Detektoren für die Klimabeobachtung. Die müssen genormt und die müssen richtig messen, quantitativ richtig messen. Auch die entsprechenden Strahlungsquellen müssen charakterisiert werden. Und jetzt haben wir ein Riesenprojekt gerade für ein Milliardenprojekt der ESA, Athena. Da geht es um Röntgenspiegel, die wir alle hier in Berlin charakterisieren. Und wir hoffen natürlich, dass es so in die Zukunft geht.
Das klingt spannend, Jan Lüning. Ich glaube, wir sollten jetzt hier mal auflösen, warum sprechen wir eigentlich, wenn wir von unserer Elektronenspeicherquelle sprechen, warum sprechen wir von einer Entdeckungsmaschine? Ja, wir haben uns diesen Namen überlegt, weil wir wollen einen ganz neuen Weg gehen, einen neuen Ansatz anbieten, einen ganzheitlichen Ansatz anbieten, um Materialien entwickeln und auch Bauteile erfinden zu können. Wir werden sicherlich den Kern, den Speicherring haben, der modernsten Technologie. Wir werden dadurch eine Lichtquelle haben, die uns auf ganz neue Art und Weise Einblicke in die Materie gibt und uns Dinge auf ihren natürlichen Längenskalen untersuchen kann. Aber wir wollen mit BESSI3 einfach viel weiter gehen. Es geht nicht nur darum, besser zu messen, sondern es geht darum, auch effizienter zu werden, dass wir diesen Entdeckungsprozess insgesamt beschleunigen können. Und dafür wollen wir eben diese Techniken, die das Synchrotronstrahlung bietet, zusammenführen mit den anderen Techniken. Sie haben eben Digitalisierung angesprochen, aber natürlich auch mit Probenherstellung, mit Charakterisierung von Materialien, mit anderen komplementären Messtechniken zusammenzubringen, um einfach ein gesamteres, ein kompletteres Bild von eurem Material zu bekommen. Wir nennen das eine integrierte Research Facility, um damit anzudeuten, dass der Nutzer bei uns eben nicht weggeht mit einem Satz Daten, den er gemessen hat, sondern er wird diese Daten zusammenbringen. Wir werden die metrologischen Prinzipien von der PTB lernen, um verlässliche Daten zu messen und dann mit Hilfe von künstlichen Intelligenzalgorithmen daraus wirklich Wissen kreieren, sodass der Nutzer, der zu uns kommt, also einer von diesen 3000 Nutzern, die auch schon heute zu BESSI kommen, um an Materialien zur nachhaltigen Energieversorgung oder Quantenmaterialien zu arbeiten, dass die mit Lösungen nach Hause gehen können. Und eben nicht mehr nur noch mit einem Datensatz, der für sich allein nicht wertlos, aber natürlich längst nicht diesen Wert, diese Tragweite hat. Wir werden damit aber auch nicht warten, dieses Konzept umzusetzen, denn schon heute an BESSI 2 können wir vieles davon in Bewegung setzen. Wir können schon zusammen mit den Nutzern, zusammen mit unseren Partnern, der PTB, Herr Uri, Sie haben es gerade gesagt, seit 40 Jahren, nächstes Jahr ist der Feiertag der 40 Jahre gemeinsamen Arbeit an BESSI, BESSI 1 und BESSI 2. Und das auf dieser Vertrauensbasis, die wir da uns erarbeitet haben, also da freuen wir uns drauf, dann auch insbesondere mit Ihnen zusammen diese nächste Quelle BESSI 3 hier in Berlin zu entwickeln. Ja, das klingt tatsächlich spannend. Und in der langjährigen Partnerschaft, Herr Ulrich, haben Sie das ja auch schon erläutert, die Erfolge der langen Reihe von Nutzern. Können Sie da noch mal ein bisschen ausholen? Ja, vielleicht einen Punkt nochmal. Also ich glaube, wir sind ganz einfach ein starkes Team hier. Und das wollen wir in die Zukunft führen. Wir müssen es in die Zukunft führen. Komplexe Materialien, Sie haben das schon genannt, insbesondere auch für Photovoltaik, für Batterieforschung, für Wasserstoffforschung, sind absolut essentiell. Und es wird immer essentieller, dass man immer genauer misst, genau im Sinne von Helmholtz. Man muss genau wissen, wie viele Atome sind wo, nanoskalig. Man muss genau wissen, wie ist die Struktur. Man muss wissen, wie ist die chemische Struktur, die elektrische Struktur. All das muss man quantitativ messen können. Und vor allem, man muss es auch vergleichen können. Man braucht Daten, die vergleichbar sind, die wir dann in den Rechner schicken können, um neue Materialien auch zu designen. Auf dieser Basis dessen, was wir präzise vermessen haben. Da geht die Reise hin aus meiner Sicht. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht alleine arbeiten, sondern dass das eine integrierte Facility wird, wie man das Englisch so schön sagt, dass wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, insbesondere auch in der Industrie, damit wir die Dinge auf die Straße bringen. Dafür steht übrigens auch die PDB, dass wir in dieser Schlüsselrolle zwischen Wissenschaft und Industrie dafür mithelfen, die Dinge auf die Straße zu bringen, wie ich da einige Beispiele gesagt habe. Und das wird ganz entscheidend sein für die Zukunft. In dem Sinne würde ich gerne Jan nicht nur diese Maschine als Entdeckungsmaschine sehen, sondern auch ganz, ganz wesentlich für die Zukunft, für unser Klima, für die Energie als Translationsmaschine. Wir wollen wirklich die Dinge nicht nur entdecken, sondern wir wollen sie auch auf die Straße unter die Leute bringen, in die Industrie bringen und den Industriestandort Deutschland, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, auch weiter stärken. Entscheidend sind ja aber natürlich auch die Nutzer und die es ja am HZB auch gibt in Form der eigenen Forschergruppen, aber auch der Nutzer. Wie realistisch, Jan Lüning, wie realistisch halten Sie denn diese Beispiele mit den Tapeten aufgebracht? Wir sind ja schon kurz vor Solarzell-Weltrekorden, die es in anderen Materialien als Lithium heute schon gibt.
Was meinen Sie zu den Menschen, die diese Forschung hier in Berlin machen? Wir haben natürlich hier in unseren Zusammenarbeiten mit unseren eigenen Forschern, aber auch unseren Partnern hier in Berlin von den Universitäten und den Außeruniversitäten Forschungseinrichtungen wirklich ganz kreative Teams mit unheimlich viel Fantasie, die Dinge bewegen werden, die wir, glaube ich, heute noch gar nicht absehen können. Gerade diese Tandemzellen, die hier am HZB entstanden sind, sind dadurch entstanden in ihrer Leistungsfähigkeit, dadurch, dass junge Menschen auf die Idee kamen, plötzlich neue Zwischenschichten auszuprobieren. Das sind einfach Ansätze, die kommen aus so einem kreativen Umfeld. Wir bieten ihnen dann mit unserer Infrastruktur die Möglichkeiten an, diese zu untersuchen, zu verstehen, das Verständnis zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da große Schritte gehen werden, zusammen. Da möchte ich Herr Wiesler noch mal ansprechen. Die Nähe und das Umfeld in Adlershof, das ist ja ein interessanter Punkt. Was glauben Sie, warum Berlin der richtige Standort für so eine Forschung hier ist, mit so einer Entdeckungsmaschine? Na, ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass Berlin diesem Ideal einer wirklichen Wissenschaftsmetropole immer näher kommt. Es hat eine Reihe von Gründen. Die Stadt ist groß und es gibt eine kritische Masse an Forschungseinrichtungen. Das macht Wissenschaft hier sehr viel einfacher als an vielen anderen Standorten. Sie finden praktisch auf jedem Gebiet einen Partner oder Partnerin innerhalb der Stadt. Der zweite Grund ist ganz sicher, dass es einfach nachhaltige Unterstützung aus der Politik gibt. Das ist sicher das persönliche Verdienst von Michael Müller und Steffen Krach aus den letzten Jahren, aber auch der Bundesregierung. Das spürt man einfach überall. Und der dritte und vielleicht größte Vorteil von Berlin nach meiner Einschätzung ist, die Stadt ist einfach ungeheuer attraktiv für junge Talente. Kreativer Nachwuchs will nach Berlin. Und wenn es uns gelingt, die Gruppe noch stärker einzufangen, ich glaube, dann ist in Zukunft noch sehr viel mehr möglich. Das sieht man an vielen Beispielen. Das sieht man wunderbar hier in Adlershof. Am HZB ist es einfach sehr einfach, in so eine Entdeckungsmaschine wie BESI 2 oder BESI 3 herausragende Köpfe zu rekrutieren. Und darum geht es am Ende des Tages in der Forschung immer. Wir brauchen Kreativität. Natürlich auch Infrastruktur, aber die ganze Infrastruktur ist nichts wert, wenn wir nicht die besten Personen anziehen. Dann ist natürlich in Adlershof kritische Masse, nicht nur im Forschungscampus, sondern mittlerweile auch bei den ganzen Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Und im Grunde sehen Sie dasselbe auf dem Klimathema auch. Wenn man mal den Bereich Berlin und vielleicht noch Brandenburg oder Potsdam in der Umgebung sieht, gibt es international wahrscheinlich kein Forschungscluster, was eine solche Menge an verschiedenen Forschungseinrichtungen und herausragenden Köpfen hat. Und ich glaube, wenn man in die Richtung konsequent weitergeht, wenn man die Infrastruktur nachfährt, durch BESI 3 zum Beispiel, dann hat diese Stadt eine ungeheure Zukunft, das ist überhaupt kein Zweifel. Das klingt tatsächlich sehr vielversprechend und ich möchte an der Stelle auch meinen Gästen schon mal danken für die interessante Diskussion und Sie alle dazu einladen, im Ausgang, im Nachgang dann vielleicht noch ein bisschen weiter zu reden, was solche Entdeckungsmaschinen können, was wir hier in Berlin können. Und der Punkt Berlin, Standort Berlin, gibt mir jetzt natürlich die Gelegenheit, gibt mir jetzt die Gelegenheit, tatsächlich Herrn Michael Müller noch mal sehr herzlich zu begrüßen. Wir freuen uns wirklich sehr darauf, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hierher zu kommen und zu uns zu sprechen. Und Herr Müller, das Podium ist jetzt Ihres. Ja, vielen Dank, Herr Professor Wiesler, Herr Professor Ulrich, Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, sehr geehrter Abgeordneter, Herr Bezirksbürgermeister, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ist tatsächlich auch eine Freude, am Vortag des 200. Geburtstags so eines Universalgelehrten, Universalgenies hier heute mit Ihnen zusammen zu sein, um ihn eben auch zu würdigen. Aber es ist jetzt natürlich nicht mehr so einfach nach der Stunde, denn wir haben ja schon viel jetzt gehört und viel ist uns nahegebracht worden. Natürlich das wissenschaftlich-fachliche eben ja auch in der Diskussion, aber auch der Privatmann oder das Ehepaar Helmholtz. Ich fand, das war sehr gelungen und ein schöner Ausschnitt schon aus seinem ja, vielfältigen und
interessanten Lebensweg natürlich. Aber ich glaube, es ist doch sehr deutlich geworden, dass Helmholtz eben wirklich ein Universalgelehrter war, der interdisziplinär gedacht hat, der Dinge zusammenführen wollte, Physik, Chemie, Medizin. Es ist ja schon angesprochen worden und der eben, ja, heute würde man vielleicht sagen, auch in Netzwerken schon gearbeitet hat und immer wieder Schnittstellen zu anderen Bereichen gesucht hat, damals spektakulär sich neuen Themen zugewandt hat, die heute immer noch modern sind, wenn man eben an das ganze Umwelt- und Klima denkt, damit Umwelt- und Klimapolitik, wenn man daran denkt, er hat sich dem zugewandt und wir profitieren bis heute davon. Und insofern, glaube ich, ist das gut und richtig und auch spannend, sich immer wieder auch den Forschergrößen der vergangenen Jahrzehnte oder in diesem Fall ja auch der Jahrhunderte, der vergangenen Jahrhunderte zuzuwenden, um zu sehen, was haben sie für Dinge erarbeitet, welche Erkenntnisse spielten eine Rolle, die bis heute aktuell sind und unsere Arbeit unterstützen und beflügeln. Das ist einer der Gründe, warum wir den 200. Geburtstag von Helmholtz feiern, aber auch von Virchow natürlich. Die beiden feiern in diesem Jahr ihre 200. Geburtstage und wir haben das in Berlin zum Anlass genommen, ja, das Wissensjahr 2021 auszurufen. Und ich hoffe, Sie haben es auch mitbegleitet, aktiv oder zumindest haben Sie es auch wahrgenommen, dass da auch eine ganze Menge passiert ist. Wir hatten viele Kooperationspartner im Roten Rathaus, eine kleine Ausstellung bei dem, was die beiden erforscht haben. Da hätte man so viel zeigen können, aber immerhin eine kleine Ausstellung, die eine schöne Resonanz gefunden hat. Wir hatten eine Open-Air-Ausstellung und eine Diskussionsarena vor dem Roten Rathaus. Und das war gut zu sehen, dass immer wieder viele Menschen durch diese Ausstellung gewandelt sind, die Veranstaltung natürlich auch besucht haben, die Diskussion mitverfolgt haben, aber sich auch wirklich ganz konkret an den Schautafeln mit den Inhalten auseinandergesetzt haben und dass viele junge Leute dabei waren. Und das hat deutlich gemacht, Wissenschaft und Gesellschaft gehörten und gehören zusammen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ja bei Helmholtz und auch Virchow ganz deutlich geworden ist, dass wir das so zusammen denken müssen. Und vielleicht ist das dann auch ein Punkt, wo man nicht nur über Hermann von Helmholtz heute reden sollte, sondern auch über das HZB oder die Helmholtz-Gemeinschaft. Denn in der Arbeit des HZB und der Helmholtz-Gemeinschaft wird das ja auch ausgedrückt, dass Wissenschaft und Gesellschaft zusammengehören. Das HZB ist eine der größten außeruniversitären Einrichtungen, Institute hier in Berlin, Forschungseinrichtungen mit rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eben auch schon sehr international aus der ganzen Welt. Die beiden Standorte Wannsee und Adlershof, ja, machen auch wieder neue Entwicklungen möglich, Weiterentwicklung am Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin. Ganz besonders sieht man es natürlich hier. Also ich komme seit 25 Jahren hierher, seitdem ich Mitglied des Abgeordnetenhauses bin, immer wieder in den unterschiedlichsten Rollen und Funktionen. Und jedes Mal, wenn man kommt, ist etwas Neues da, gibt es eine Weiterentwicklung und eben auch durch die Institutionen, die sich dann hier ansiedeln und wieder Neues ermöglichen. HZB, HU, viele andere gehören eben auch zu diesem Netzwerk, das ein immer größeres Netzwerk und eine immer größere Internationalität natürlich auch ermöglichen. Also das HZB ist eine der Top-Institutionen in Berlin und gehört in der weltweiten Energie- und Solarforschung auch zu den Top-Institutionen. Und egal, welchem Aspekt sich das HZB hier zuwendet, ob es solare Brennstoffe sind, Batteriematerialien, Quantenmaterialien, alles das ist aktuell in der Wissenschaft, in der Forschung, aber eben auch in der Politik und in unserer gesellschaftlichen Diskussion. Deswegen sage ich, Wissenschaft und Gesellschaft gehören zwingend zusammen und man sieht es an den Themen, denen Sie sich hier zuwenden, dass das so ist. Und auch das will ich noch mal unterstreichen, Herr Wiestler hat das ja eben angesprochen, hier wird eben auch, ja, diese Attraktivität Berlins gelebt und Menschen werden zusammengeführt. Es wird etwas ermöglicht. Aus aller Welt können Menschen hierher kommen und können hier mit dieser Infrastruktur arbeiten und forschen. Eine große Forscherinnen-Community
hat sich hier herausgebildet, die dann eben auch wieder, wenn sie hier ihre Arbeiten abgeschlossen haben, an ihren eigenen Standorten diese Netzwerke lebendig halten. Und das, glaube ich, ist ein Schlüssel des Erfolgs bei den Fragen, die wir doch global auch zu bewältigen haben. Wir sehen es ja nicht nur jetzt im Bereich der ganzen Corona- und Pandemiebekämpfung, sondern wir sehen es ja bei vielen anderen Themen, die eben auch schon angesprochen wurden, in der Klima- und Umweltpolitik. Natürlich ist es gut, wenn wir eigene Erkenntnisse haben und etwas hier vor Ort machen. Aber wirklich beherrschen werden wir doch die großen Themen nur, wenn wir sie international beherrschen, wenn wir in einem internationalen Austausch arbeiten. Und das wird hier vorgelebt und ermöglicht. BESSI hat nun schon vielfältig ja auch eine Rolle gespielt, BESSI 2. Natürlich auch da ist es ja schon spürbar gewesen, dass auch bei der Bekämpfung von Covid-19 BESSI wichtig war, bei der Bestimmung eines Proteins. Also auch da ein ganz konkretes Ergebnis, das uns hilft, mit dieser Gefahr besser umgehen zu können, das uns in der Politik hilft, die richtigen Antworten geben zu können. Und insofern, glaube ich, ist es auch richtig, wenn Sie daran arbeiten, natürlich BESSI 2 zu ertüchtigen, jetzt auch Weiterarbeiten mit dieser Infrastruktur zu ermöglichen, aber dass Sie eben auch die Planung für BESSI 3 vorantreiben. Und natürlich sage ich da auch an der Stelle, wo gibt es einen besseren Standort als Berlin? Wir sollten alles daran setzen, dass das, was wir hier haben an hervorragender Infrastruktur, auch hier vor Ort ertüchtigt und weiterentwickelt wird. Meine Damen und Herren, also es ist ein Jubiläum, das man, glaube ich, voller Stolz feiern kann, voller Stolz einerseits natürlich, wenn man an den Namensgeber Hermann von Helmholtz denkt, der so viel geleistet hat und, sag's nochmal, so aktuell und so modern geblieben ist, voller Stolz kann aber die Helmholtz-Gemeinschaft eben auch auf die eigene Arbeit blicken und Kraft für die Zukunft daraus schöpfen. Und ich will hinzufügen, dass wir das gerne weiter unterstützen wollen. Ja, politische Unterstützung ist, glaube ich, auch für Ihre Arbeit hier vor Ort. In unserem ganzen Land ist es auch nötig. Und manchmal geht es auch ganz konkret um Geld. Wissenschaft und Forschung muss auch bezahlt und muss finanziert werden und vor allen Dingen auch dauerhaft. Es muss eine entsprechende Planungssicherheit geben. Insofern glaube ich, dass wir jetzt die nächsten Schritte für 2023 in Berlin schon wieder gehen konnten, rund 400 Millionen zusätzlich zur Verfügung stellen können für die nächsten Jahre und damit auch die 5-Milliarden-Schwelle knacken. Ich glaube, das sind wichtige Signale. Mehr ist auch immer noch gut, es kann immer noch sich alles weiterentwickeln, aber dass Sie wissen, dass Sie aufbauen können auf dem bisher Erreichten und eine Planungssicherheit haben, ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Und abschließend will ich auch noch sagen, dass mir das ganze Thema der Kommunikation sehr am Herzen hängt. Es hat ja dazu nun sogar den Festvortrag gegeben und wir haben gehört, Helmholtz war offensichtlich auch für seine Zeit mit seinen Möglichkeiten und ein Kommunikationstalent. Bei Virchow ergibt es sich schon auch aus seiner politischen Arbeit. Als Wissenschaftler und Politiker wollte und musste er kommunizieren. Einstein ist angesprochen worden. Vielleicht sind die Kommunikationstalente von heute Charpentier und Drosten. Und es ist wichtig. Glauben Sie es mir bitte, es ist wichtig, dass Sie ein aktiver Partner sind, aus der Wissenschaft und Forschung heraus ein aktiver Kommunikationspartner sind. Herr Professor Ulrich hat das eben schon gesagt, wir wollen Dinge entdecken. Großartig, dass wir vielleicht sogar eine Entdeckungsmaschine dafür haben, aber es muss eben auch auf die Straße kommen. Und wir müssen Menschen dafür begeistern, sie müssen verstehen, dass sie davon profitieren, dass diese Dinge hier entdeckt werden. Dass wir besser Antworten geben können für unser Zusammenleben durch Wissenschaft und Forschung. Ich sage gerade jetzt auch in der politischen Debatte rund um die Bundestagswahl, sage ich, es wird zu Recht viel über Zukunftsthemen diskutiert, über Umwelt, über Verkehrsthemen wird diskutiert, über Bildung wird diskutiert, aber das eigentliche Zukunftsressort ist doch das Wissenschaftsressort. Im Wissenschaftsressort bündelt sich doch alles an Zukunftsfragen.
Und über Wissenschaft und Forschung können wir in den einzelnen Teilbereichen Verkehr, Gesundheit, Umwelt besser Antwort geben. Und das müssen wir, glaube ich, gemeinsam kommunizieren, dass nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon profitieren, wenn demnächst 5 Milliarden in Berlin ausgegeben werden für den Bereich, sondern dass wir alle davon profitieren. Und das ist jetzt eine Riesenchance. Jetzt gucken die Leute hin, leider durch ein schwieriges Thema eben durch Corona, aber viele haben erkannt, ohne Wissenschaft und Forschung wären wir längst nicht da, wo wir jetzt sind in dieser Pandemiebekämpfung. Wir sollten diese Chance gemeinsam nutzen. Meine Damen und Herren, Ihnen allen einen großen Glückwunsch zu diesem besonderen und schönen Jubiläum, aber vor allen Dingen auch ein großes Dankeschön für Ihre Arbeit und viel Erfolg für die Zukunft. Lieber Herr Müller, ganz herzlichen Dank. Ganz vielen Dank auch für Ihre Worte, für Ihre Unterstützung der Wissenschaft. Und zum Schluss diesen Teils der Veranstaltung darf ich mich nur noch mal bei allen Beitragenden, bei allen im Hintergrund ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich schlüpfe jetzt in die Rolle von Anna von Helmholtz. Also draußen gibt es noch ein Butterbrot, vielleicht auch was Kleines zu trinken dazu. Bitte bleiben Sie noch ein bisschen hier, es ist noch Zeit zum Networking und dann auch morgen weiter viel Spaß am Geburtstag und wir genießen jetzt noch die Vorparty zum eigentlichen Geburtstag. Vielen Dank.